Wir haben Picabo 2012 gegründet mit dem Ziel, die führende Marke für maßgefertigte Möbel zu werden. Wir sind hier bei uns im Showroom in Hamburg. Den haben wir vor 2 Jahren gestartet, um zu verstehen, wie kann unsere Marke auch langfristig offline funktionieren. Wir kommen ja aus dem Online-Bereich und wollen jetzt in die andere Richtung uns so ein bisschen entwickeln. Schauen hier so ein bisschen, wie wird das angenommen, und wir merken, es funktioniert total gut. Wir sind aktuell 24 Mitarbeiter hier in Hamburg. Wir arbeiten mit 13 Produktionsbetrieben zusammen, die für uns die Möbel fertigen. Wir werden dieses Jahr ungefähr 10.000 Möbelstücke produzieren, und das Sortiment reicht eben wirklich vom kleinen Nachttisch bis hin zur zweistöckigen Bibliothek. Picabo beraten wir rund um die Marke, rund um Firmennamen, internationale Markenanmeldungen, Domains, also alles, was mit der Bezeichnung Picabo zu tun hat. Ich glaube, eine gute Marke schafft es immer, einen Bezug zum Produkt herzustellen, lässt sich leicht merken und ist optimalerweise noch international verwendbar. All diese 3 Themen haben wir bei Picabo ganz gut hinbekommen. Am Ende sind wir sehr, sehr zufrieden, dass es eben genau Picabo geworden ist und wir eigentlich all diese Attribute, die wir damals vielleicht noch gar nicht so im Kopf hatten, auch getroffen haben. Ja, wir hatten zu Anfang direkt unsere Markenanmeldung in Deutschland gemacht und dachten eigentlich, dass wir damit auf der sicheren Seite sind. Und dann ist so 1-2 Jahre später, hat sich herausgestellt, dass es doch in Österreich schon einen anderen Marktteilnehmer gab, der mit einer sehr ähnlichen Marke schon früher auch in Deutschland aktiv war. Und dadurch ist es dann eben zu einem Konflikt gekommen. Wir haben dann Picabo begleitet in diesem Zusammenhang. Das zog sich tatsächlich über mehr als ein halbes Jahr, dass wir da mit der Gegenseite verhandelt haben und haben das dann doch zu einem gütlichen Ende gebracht, sodass jetzt Picabo weiter wachsen konnte und die Marke so darstellen konnte, wie sie jetzt ist. Wir haben dann, nachdem wir glücklicherweise die Marke übernehmen konnten, ein bisschen unsere Hausaufgaben gemacht und den Markenschutz jetzt auf ganz Europa ausgeweitet. Wir haben natürlich noch mal eine umfangreiche Markenrecherche gemacht und glauben, dass wir jetzt mittlerweile ein bisschen besser aufgestellt sind als damals.